So, hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sonic Forces. Wir haben in der letzten Folge ein Space Shuttle gekapert, glaube ich, um Sonic zu retten, der auf Dr. Eggmans Weltraumstation gefangen gehalten und gefoltert wird. Allerdings macht es keinen Sinn, warum bin ich jetzt in Ghost Town? Ich dachte, wir gehen jetzt in die Weltraumstation. Should have done it. I couldn't figure it out for you, buddy. I'm sorry I wasn't smart enough. Huh? Whoa, Chaos! Sonic, help me! Huh? Sonic? You're alive! Is this? What? Classic Sonic! That makes sense, I think. Do you know how you got here? Maybe the power that Eggman is using is somehow affecting other dimensions. Which might work to our advantage. I mean, everything happens for a reason, right? We need to save the world, and maybe that's why you're here, to help save the world. Either way, it's still good to see you, Sonic. Heck, it's good to see any Sonic. Okay, jetzt macht es sogar Sinn, warum wir in Ghost Town sind. Wir haben einen kleinen Storysprung zu Tails gemacht, der ja aber laut Knuckles den Verstand ein bisschen verloren hat, seit Sonic weg ist. Und jetzt spielen wir hier mit Classic Sonic. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich, dass es der am schlimmsten zu kontrollierende Charakter im ganzen Spiel ist. Ah, da war was. Auf das ich gut verzichten konnte. Das ist wirklich so ein kleiner Negativpunkt, finde ich, dass man manche Level eben nur mit bestimmten Charakteren spielen kann. Ich glaube, man kann auch später auch. Puh. Okay, wir kommen hier easy wieder raus. Ich dachte, ich wäre gerade an einer anderen Stelle runtergefallen, wo das tatsächlich sehr eklig geworden wäre. Sonic? Willst du dich verarschen, dass du da nicht rüberkommst? Was war das denn? Mit Retro Sonic können wir nicht mehr Gegner anvisieren, sondern müssen auf sie draufspringen. Um nach einer Landung einen Wirbel springen. Ah. Und im Hintergrund so ein fetter Riesenroboter, der alles zerstört. Da wollte ich eigentlich drüber. Danke, Spiel. Was bist du? Ah, nee, ich muss... Wupsa! So, wundervoll. Das wollte ich tun. So, einmal hier rüber. Hopp, hopp, hopp. Einmal durch die Gegner durch. Einmal über den Gegner drüber. Und nach unten. Oh nein. Den Gegner lasse ich einfach mal stehen. Die sind mit Classic Sonic tatsächlich so schwer zu besiegen. Euer Hintergrund explodiert alles. Hui! Da habe ich aber ein paar rote Münzen verpasst bei dem Level. Careful, Sonic. I'm detecting a ton of readings besides Eggman, too. One is stronger than the others. Hui, im Hintergrund. So viele riesen, fette Riesenroboter-Dinger. So, und wir bekommen... Ach, dafür kriege ich jetzt ein S, aber für das andere nicht. Ah, wir haben Level 3 geschafft. Und da seht ihr, kriegen wir alle möglichen nice Accessoires für unseren Avatar. Und wenn ich richtig bin, vor einigen Monaten in der Stadt. I can taste your terror, child. All that anxiety and doubt. It's delicious. Give in to your fear. Flee screaming, and I'll let you live.
Unser Avatar war also ein Überlebender aus der Stadt. Knuckles, can you hear me? Rouge. Es ist Rouge. About time. How's Sonic doing? He's been better. They're getting ready to banish him into space. What? You can't be serious. Eggman's been keeping Sonic alive all this time. He's been waiting to show him his completed empire before banishing him. Torturing Sonic just to pass the time. Oh, that's low, even for Eggman. Es ist halt wirklich saubrutal. Das Spiel ist FSK 6. Eggman got wind of our rescue plan and is moving forward with his plan ahead of schedule. The clock is ticking, boss. But we don't even know where he's being held captive. Yes, we do. Eggman rebuilt the Death Egg. That's where he's keeping Sonic. The Death Egg? Oh man, that's not good. Das Death Egg. Also den Namen gibt's ja schon länger. Der Name ist ja bekannt, aber irgendwie. None of this is good, Vector. That's why it's called war. You all know what to do. Let's go get Sonic. Das Missionsmenü wurde freigeschaltet. Und das Death Egg, wo wir jetzt mit dem Space Shuttle hin können. Ich gehe mal ganz kurz aufs Missionsmenü. Da, es gibt nämlich immer, genau, auf X, das sind die täglichen Herausforderungen, das sind die Herausforderungen. Ein Sonic-Level abschließen. Und dann gibt's die Belohnung für die tägliche Herausforderung. Wir haben neue Sachen für unseren Avatar freigeschaltet. Habe ich jetzt gescheite Schuhe? Ah, lass mal. Nicht so. Ah, muss nicht sein. Dann begeben wir uns mal in die Gefängnishalle im Death Egg. Was definitiv nicht an den Death Star angelehnt ist. Oder so. Und Egg, weil Dr. Eggman, get it? Our other forces are busy dealing with enemies. It looks like you took the best route. It's up to you to save Sonic now. Find him. Wusch! Alter, dieser Soundtrack ist einfach so gut. Stimmt, ich hätte wahrscheinlich einfach mit meiner Fähigkeit angreifen sollen. Es wäre vermutlich wesentlich angenehmer gewesen, aber gut. Hat ja auch so irgendwie funktioniert. Wusch! So, alle weg. Ich finde, Sonic ist tatsächlich eins der Spiele. Dachte, er wird alleine festgehalten. Er ist in Isolationshaft. Ich hoffe, man hört neben mir die Charaktere noch einigermaßen gut. Wenn die noch was nebenbei sagen, weil ich das die ganze Zeit. Weil ich die halt die ganze Zeit aussprechen lasse. Da wäre es blöd, wenn weder ich rede, noch man die Charaktere versteht. So, hier können wir uns einmal durchboosten. Oh, so gut. Oh, ich habe alle gekriegt. Perfekt. So, nochmal hoch. Zack. Die ganzen Münzen eingesammelt. Nein! Ah, Mist. Das war zu viel des Guten. Ach, ich muss jetzt... Ich fange hier nochmal an, okay. Alles klar. I got this. Ich habe gerade so ein krasses Déjà-vu. Ich dachte, diesen Monolog... Dialog hätten wir gerade eben schon gehabt. Ein Monolog ist etwas anderes. Samar, kann ich bitte? Kompetenz lässt zu wünschen übrig. Nothing in this room either. Man,
So, jetzt konzentrieren. Zack, einmal hier lang. Einmal hier hoch. Einmal hier drunter durch. Hier hoch. Gegner aus dem Weg räumen. It appears that many of our brethren were held here. And one more thing Eggman will answer for. Zack. Alle Dinger geholt. So, und jetzt sind wir wieder auf dem guten Weg. Darf ich dann gleich nur nicht noch runterfallen? Zack. Wundervoll, sogar. Uh-oh. You're on high alert now. I sense Sonic's presence. He's close. Ah! Er hat Laser! Uncool! Wundervoll! Und wir bekommen ein A. Das ist okay. Bin ja auch zweimal gestorben. Level 4 abgeschlossen. Ein Helm, eine Brille. Die Handschuhe sind, glaube ich, ganz cool. Und das ist so ein Hautding. Das zeige ich, glaube ich, auch gleich mal. Ist auch ziemlich cool. Da gibt es später so Tattoos und so. Das sieht schon ziemlich cool aus, was man da teilweise kriegt. Aber wie gesagt, ich werde versuchen... Oh, versus Savok. Das heißt, in der nächsten Folge haben wir einen Boss... Nein! In dieser Folge! Wir spielen ja noch gar nicht so lang. Wir haben in der nächsten Episode haben wir einen Bosskampf. Ich versuche, unseren Charakter so edgy wie möglich aussehen zu lassen, aber trotzdem nicht lächerlich. Das ist so mein Ziel. Oh hey, sounds like the party started. Wanna let me go and join in? No? Of course not. You hate fun. Whoa. Wow. The end, huh? Let's see you try something now that I'm free. Foolish Hedgehog. Getting out of your chains does not make you free. Now, come and face the inevitable. Ha! The only thing inevitable here is my foot kicking your butt! Und wir kämpfen gegen Savok, den man ja... Oh Gott, wie hieß der Teil denn aus dem... Helf mir auf die Sprünge, wie heißt der Teil denn aus dem Savok kommt? Weil Savok ist so vom Design her einer der coolsten Sonic-Bosse, finde ich. Auch wenn der Kampf mit dem eigentlichen Savok relativ wenig zu tun hat. Er sitzt hier auf seiner Biene und versucht uns wegzulasern. Das Schwierigste an dem Kampf hier ist, die ganze Zeit rumzurennen und nicht aus dem Kampffeld zu fallen. So, jetzt versucht er uns zu stechen. Beim Stachel. Nein! Nicht erwischt. Und während er dann auf uns runterstürzt, können wir ihn angreifen, wenn wir ihn anvisiert kriegen. Vorausgesetzt, wir kriegen ihn anvisiert. Das hat ja gerade eben nicht so ganz funktioniert. Das ist kein schwerer Kampf, aber er kann sich lang ziehen, wenn man meine Kompetenz hat. Hey, ich will dich an... Warum kann ich ihn nicht anvisieren? Ich würde dich echt gerne anvisieren, Savok. Ich meine, ich sammle nur Ringe. Weil Ringe toll sind, glaube ich. So, jetzt aber. Komm her, Savok. Hey, ich will... Warum kann ich ihn nicht anvisieren? Hä, bin ich blöd? Mach ich gerade irgendwas... Hey, ich habe den Boss schon dreimal oder so besiegt. Und bisher hat es immer funktioniert. Ich hatte nie so große Probleme. Was zum Geier. Jetzt werde ich halt sogar vom Laser getroffen. Hey, die Münze. Explosion. Warum? Ich verstehe gerade die Welt nicht mehr. Ich muss ja eigentlich... Nein!
muss ich ihn anvisieren, B drücken. Mehr ist da gar nicht dabei. Na, ich... Es funktioniert halt... Es funktioniert halt gerade nicht. Ist der Kampf irgendwie verbuggt oder so? Wenn ich ihn beim nächsten Mal wieder nicht anvisieren kann, dann starte ich den Kampf schnell neu. Explosion! Versuche jetzt mal, indem ich nicht hochspringe. Jetzt funktioniert's. Ich darf nicht hochspringen, wenn der runtergeht. Ich muss auf... Okay. Das ist mir auch neu. Dann werde ich das wohl die letzten Male einfach instinktiv gemacht haben. Gut, dass wir das geklärt haben. Schnell die Ringe aufsammeln. Und die brauchen wir. Weil, wenn wir keine Ringe haben und getroffen werden... Hä, schon wieder nicht. Muss ich hinter ihm sein? Das kann auch sein. Das muss ich gerade ausprobieren. Es tut mir leid, dass sich der Kampf jetzt so lang zieht. Aber Dumdaro stellt sich wieder blöd an. Nee. Hm. Ich hatte nie Probleme mit dem Kamm. Warum jetzt auf einmal? Ich verstehe das nicht. Und dann ist auch noch der Bosskampf mit der schwächsten Musik, finde ich. Aber immerhin da im Hintergrund, seht ihr. Warum kann ich ihn nicht anvisieren? Ich verstehe es nicht. Na ja, ich muss ihn angucken dabei, aber das tue ich ja. Das ist so schlimm, wie oft ich diesen Boss schon gemacht habe und jetzt habe ich plötzlich solche Probleme. Jetzt habe ich nicht mal die Cutscene gekriegt. Ich bin gerade echt ein bisschen am Verzweifeln. Woran liegt das denn, dass ich ihn erst einmal treffen konnte? Jetzt! Warum? No matter. Crushing all the more satisfying. Okay, zweite Phase. Das war unfair, ich war in der Animation. Jetzt kann ich ihn treffen. So wird ein Schuh draus. Meine Güte. Das war der falsche Angriff von Zevok. Oder nicht? Nein, ich werde schon wieder getroffen. Mann! Geh doch weg, komisches Bienentier. Da treffe ich den natürlich auch wieder nicht. Warum? Ich verstehe es nicht, warum ich ihn manchmal anvisieren kann und manchmal nicht. Ja, besieg deine eigenen Mitstreiter. Das
Aua! Aber immerhin kann ich ihn so, zack, zack. No! How could I lose to the likes of you again? That was a blast. Bring some chili dogs next time. Edgy Spruch zum Abschluss. Alter, war das ein Krampf! Warum? Ich verstehe halt immer noch nicht, warum ich ihn manchmal und manchmal nicht anvisieren konnte. Na egal, jetzt muss ich den Boss ja nicht mehr verstehen. That sound again. Whoa, it's not time for thinking. It's time for running. Ja, keine Ahnung. Ich muss ihn ja. Jetzt haben wir ihn hinter uns gebracht. Tut mir leid, dass sich das ein bisschen gezogen hat. Ah, Herr Schwede. Es hat gedauert. Gut, in der nächsten Folge machen wir Level 6, das Egggate. Und versuchen wohl ganz offensichtlich vom Death Egg zu fliehen. Ja, klingt nach einem Plan, ne? Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen, obwohl ich da jetzt ein bisschen rumgefailt habe. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben, da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.